Willkommen hier in Kützlingen. Wir haben jetzt gerade eine Hauptprobe, super gegangen und jetzt freuen wir uns mega auf die Sendung. Die kommt am 10 ab 8 Uhr, aber wenn ihr es schaut, dann habt ihr die Sendung hoffentlich schon gesehen. Und ich hoffe, ich habe nicht abgehackt und es ist alles gut gegangen. Von dem her viel Spass. Hey, Kunz und Bündig. Das ist mein neuer Albumtitel sein, Kunz und Bündig. So lange Haare. Wir mal ein Q&A machen. Was machst du jetzt in der Pause? Das ist so, ich bin momentan zurückgekommen von der langen Ferien. Es hat mega gut getan. Mit viel Eindruck und vor allem mit extrem vielen neuen Ideen. Und jetzt bin ich momentan hart am die Ideen auschecken und am Lied schreiben. Ich habe gerade ein mega schönes Leben. Also wenn ich gerade im Fernsehen bin, jetzt haben wir zuerst noch die Fernsehshow. Die Privalo habe ich auch noch gewonnen. Es ist so gesehen, heimgekommen und nachher ja, und jetzt nachher, dann haben wir ein bisschen Zeit, oder wir haben Zeit auch als Band an dem Schaffen für das neue Album, das dann 2019 wird kommen. Und dieses Jahr haben wir wenige Konzerte, aber wir haben Konzerte, ein paar im Sommer, das heisst, wir sind noch für das vorbereiten. Ja, aber vor allem ist es wirklich einfach am Album arbeiten, mal richtig viel Zeit zu investieren, und ich freue mich extrem, weil ich habe das Gefühl, es wird super. Da muss noch ein Pilatus, ein Hit 600, muss schauen, was auf mich zukommt. Süßersalziges, süß. Apple und Android, Apple, das iPhone. Facebook, Instagram, Instagram. Alter ÖV, ÖV, Baby. Preis oder Teigwaren? Schwierig. Teigwaren. Pesto Grün oder Pesto Rosso? Pesto Grün. Ja, Ricci? Ricci, wir machen gerade entweder oder. Ricci! Meine Kamera mal ist schon da, aber es läuft keine Kamera. Gute Show, gute Show. Es kann losgehen, ich bin vom Kabel. Ja, schau, wie ihr gesehen, so viele Leute hat es gebraucht. Es braucht, um live Musik zu machen. Es war geil, es war mega schön, um. Ja, weil alle siehst, weil es Treffen sind. Leider die letzte Show hier, wie man so munkelt, in der Bodensee Arena, was ich sehr schade finde, weil ja, es ist immer so ein bisschen ein Rausgehen, eine andere Welt. Und das ist jetzt fertig. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, jetzt könnt ihr schauen. Und das heisst für mich jetzt wieder weg von der Linse. Jetzt gehe ich nämlich wieder schreiben und wünsche euch eine gute Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns bald wieder. Ich verspreche es. Tschüss zusammen.